Und jetzt landet Tobias Moretti einen echten Coup? Moment. Der Schauspieler im großen Rinderrassenduell. Lauritz aus Godesberg sagt selber, ich bin ein echter Landjunge. Ja, da, wo er zu Hause ist, da machen andere wahrscheinlich am liebsten Urlaub. Er hat so richtig viel schön Natur um sich herum, ländliche Umgebung. Und er liebt es, sich mit den Tieren auf dem Bauernhof zu beschäftigen. Das Thema für unser nächstes Duell, das sind die Rinderrassen. Und sein Gegner ist Bergbauer und Schauspieler Tobias Moretti. Das ist Lumumba, das ist Pauli und das ist Peter Paul. Und ich bin Lauritz, ein richtiger Landjunge. Und als Landjunge kommt man an diesen Tieren gar nicht vorbei. Für manche sind das nur dumme Rindviecher. Doch Lauritz weiß es besser. Also dumm sind sie auf keinen Fall, sind sehr, sehr kluge Tiere. Das sind schottische Hochlandrinder und die erkennt man an den großen Hörnern und an dem langen Fell. Allein in Europa gibt es rund 120 verschiedene Rinderrassen. Wie kann man die unterscheiden? Es gibt halt spezielle Merkmale wie am Schwanz oder die Füße sind auch meist ziemlich unterschiedlich oder auch das Fell ist meistens rot, braun oder weiß gefleckt. Und daran kann man die halt gut auseinanderhalten. Lauritz wohnt in Hessen. Auf seinem Hof gibt es keine Rinder, aber viele andere Tiere. Das hier ist übrigens mein Zuhause und das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Hier wohnen unsere Hühner und die gehören meinem Bruder Clemens und mir. Das ist unser Hund Fox und der ist übrigens noch älter als ich. Das sind unsere Pferde und das hier ist mein Pferd Schari. Lauritz ist sehr, sehr tierlieb, ob Hund, Katze, Hühner und auch unsere Ponys und Pferde. Wir leben halt sehr naturnah. Landleben ist toll, finde die ganze Familie Schäffer. Dazu gehören Hund Fox, Mama Mareike, Journalistin, Papa Marco, Landwirt, Clemens, 9 Jahre alt und natürlich Lauritz, 11. Auf dem Hof gibt es viel zu tun. Ob mit Mama beim Stall ausmisten oder mit Papa auf dem Trecker bei der Feldarbeit. Lauritz ist immer beschäftigt. Eigentlich fehlen nur noch ein paar Kühe, oder? Man sagt ja auch, eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. Und ich finde die Tiere zwar sehr schön, aber trotzdem möchte ich keine selber halten. Das braucht Lauritz auch gar nicht, denn in der Nachbarschaft gibt es Martin, den Milchbauern. Ach, hallo ihr beiden. Hallo Martin. Wir haben da Milch geholt. Genau. Mhm. Ja, dann kommt mal mit rein. Viele Kühe und ganz viel frische Milch gibt es hier. Martin kennt Lauritz schon lange. Die Kanne ist voll, jetzt machen wir den Deckel drauf. Vom Kälbchen bis zur Kuh hat er schon immer Spaß dran gehabt. Er ist mit seiner Mutter schon immer als kleines Kind mit ihr unten gewesen. Hier auf dem Hof der Kuckucksmühle leben insgesamt 250 Tiere. Martin kennt sich mit Rindern also bestens aus. Deshalb lernt Lauritz immer viel von ihm dazu. Ja, Lauritz, weißt du denn, wie viel so eine Kuh am Tag frisst? Ich schätze mal so 5 Kilo. 50 Kilo. Oh, das ist eine Menge. So eine Kuh, die wiegt 750 Kilo, die braucht deutlich mehr zu essen und zu trinken wie ein Mensch. Am liebsten schaut Lauritz bei den Kälbchen vorbei. 6 Liter trinkt so ein kleines täglich. Nach 3 Monaten bekommt es festes Futter. Dieses Kälbchen ist erst 2 Tage alt und noch etwas wackelig auf den Beinen. Zum Schluss macht Martin mit Lauritz nochmal einen kleinen Duelltest. Welche von den Kuhrassen kennst du denn schon? Ich kenne eigentlich alle von denen. Und welche haben wir hier am Hof? Hier, die Schwarzbunten. Prima. Und welche hat der Nachbar Meier? Braunvieh und Rotbunte. Na, ganz hervorragend. Lauritz ist bestens vorbereitet. Inne mine Mu, das Duell mit der Kuh, das gewinnst nicht du. Jawohl, Lauritz. Willkommen hier bei uns im Studio. Standesgemäß fährt er vor. Ach, wie schön. Ich liebe das. So, hier machen wir aus. Da ziehen wir die Handbremse an. Du kannst abspringen, kannst schon mal dein Publikum begrüßen. Lauritz, herzlich willkommen bei uns. Ja?
Hallo. So, darfst du gerne noch Hallo sagen? Hallo. 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 Hi. Hallo. Lauritz, zeig einmal dein T-Shirt. Ach, du bist ein Movie-Star. Ich liebe es. Sehr gut. Schönes Wortspiel. Passendes T-Shirt zum Duell. Und wir freuen uns auf deinen Gegner. Ne? Denn da braucht es natürlich auch einen, der Bescheid weiß mit den Rindviechern. Ne? Genau. Er ist ein beliebter und sehr, sehr bekannter Schauspieler. Aber er ist eben auch ein passionierter und diplomierter Bergbauer. Herzlich willkommen, Tobias Moretti. Hallo. 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 Oh, meine Herren. Hallo. 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 Hey. Die Ballnummer hätte ich gern von dir gesehen. Ja? Tobias, komm hier zu uns. Ne? Vom Christoph. So, Tobias, schön, dass du da bist. Ja. Euch beiden herzlich willkommen. Ne? Mit den Rindviechern habt ihr beide eine Passion. Du bist da in der Umgebung aufgewachsen, genau. Wo es viele Tiere gibt. Was habt ihr denn bei euch, wir haben ja gesehen, ihr habt ja einiges bei euch auf dem Hof. Ne? Was fehlt noch, was hättest du gerne noch bei euch? Ein paar Ziegen fände ich ganz schön. Das oder ein paar Schafe. Schön. Ja. Mhm. Was musst du denn alles helfen, wo bist du aktiv eingebunden? Also ich mähe gerne den Rasen, müsste mit meiner Mama die Pferde aus oder Mr. Reiter die Hühner aus. Mhm. Okay. Also wirst du aber hoffentlich dafür auch im Taschengeld bezahlt? Mhm. Genau. Nein. Ja? Na, da muss man nicht. Das ist ja schrecklich mit Taschengeld, wenn das schon mal anfängt. Ja, aber man kann ja die Kinder nicht so... Wie war das bei dir? Ja, ich war faule Sau früher. Du warst, deshalb muss ich jetzt büßen. Ja. Nein, du hast dich ja ganz bewusst für das Leben auf dem Bergbauernhof entschieden, oder? Ja, was soll das heißen? Ich habe halt dann einen Betrieb übernommen und da sind wir halt seit über 25 Jahren. Und das ist ja ein großer Kontrast, ne? Auf der einen Seite quasi die Glamour-Welt des Schauspiels, Theaterbühnen, Salzburger Festspiele, große Premieren und auf der anderen Seite zu Hause dann stehst du manchmal mit den Gummistiefeln knietief tief im Mist. Natürlich, also die beiden Welten, die schenken sich gegenseitig nichts irgendwie, aber so ist es halt. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Bilder, wo wir dich auf dem Hof sehen, dass wir uns mal das anschauen können, wie das aussieht, wenn Tobias her? Moretti auf der anderen Seite steht. So, kannst du ja vielleicht was zu sagen? Da hast du jetzt keinen schicken Anzug an. Was habt ihr alles an Geräten? Also natürlich Traktoren, Anhänger, was gibt's noch alles? Was fährst du alles da? Mein alter Traktor. Jetzt fahre ich einen Steirer. Wir haben... Schau, das sind die Duxer. Die sind so schwarz. Die Duxer alles in etwas rötlicher. Und wann geht der Arbeitstag da los, morgens für dich? Ja, wir haben das ein bisschen nach hinten verschoben. Das ist christlich. Ja, das ist ja, ein bisschen christlich. Den Rindviecher ist es ja wurscht, die brauchen ja nur einen Rhythmus. Also ob man da jetzt um 7 anfängt oder um 6, ist eigentlich wurscht oder um 7:30. Okay. Ja. Braucht einfach nur, die brauchen eine Kontinuität. Und sag Tobias, du hast eine richtige Ausbildung auch gemacht. Ne? Also bist du jetzt nicht irgendwie... als Hobby, sondern du warst wirklich auf... Ja, ist ein Haupterwerbsbetrieb jetzt. Mhm. Und es freut einen auch, wenn man dann Preise kriegt, weil man, was weiß ich, für unsere Bergzucchini, da haben wir dann Witzigmann-Preis und dergleichen bekommen für das beste alpine Gemüse und so weiter. Und das ist ganz schön und das motiviert auch, weil es ist einfach viel Arbeit. Mhm. Es ist so ein bisschen... Wenn man plötzlich Kinder hat oder Familie, da kann man nicht mehr zurück. Es ist halt so. Tobias, wir wollen aber... schauen, ne? Wir sind ja heute hier, um uns um die Rinderrassen hier zu kümmern. Ne? Wir haben ja einiges vorbereitet, ne? Und die wollen wir nicht an den Spuren erkennen, ja, sondern an ganz kleinen Ausschnitten. Ne? Ja? Kennst du dich da so richtig gut aus? Das werden wir jetzt gleich sehen. Habt ihr Bauernhoferfahrung irgendwie gesammelt? Ich bin ein klassisches Stadtkind, also ich war schon mal auf dem Land. Ich wohne auf einer alten Landwirtschaft, hab da eingeheiratet, ja. Wir haben auch Maschinenhalle und Traktoren und machen selber Heu. Heino ist ein klassischer Kittelbauer, sozusagen. Ein was? Ein Kittelbauer, sagt man bei uns. Was ist das, ein Kittelbauer? Ich habe eingeheiratet. Ja, achso. Ein Kittelbauer. Interessantes Wort. Also wenn du dir irgendwann mal neue Visitenkarten drucken lässt, Heino, kannst du draufschreiben. Schauspieler Heino und Kittelbauer. Ja, dass du das aufgreifst, das war mir klar. Also, dann gehen wir es an, gucken wir es uns an. Kommen wir zum Rinderrassenduell. Vorsicht, Stufe. Da
Darf ich mal hineingehen? Ja. Lauritz hier. Tobias da. So. Das Rinderrassenduell. Aber das ist der Klassiker. Die gibt es zum Beispiel schon gar nicht. So eine. Ah. Das ist eine schwarz-bunte mit Hörnern. Ja, aber die ist auch nur Deko. Lauritz Elf behauptet, ich erkenne Rinderrassen aus der ganzen Welt nur an kleinen Fotoausschnitten. Besser als Schauspieler und Bergbauer Tobias Moretti. Lauritz und Tobias bekommen abwechselnd Detailaufnahmen von Rinderrassen gezeigt. Nur anhand dieser muss die Rasse benannt werden. Je früher die Rasse erkannt wird, desto mehr Punkte gibt es. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Duell. Okay. Hm? Also, was tippt ihr? Hier. Ja? So, ja, die sehen wir gleich, kommen gleich ran, wir müssen mal gucken. Ah, die bleiben. Immer uns voll. Anna und Bastian bleiben. Nee, eben nicht. Antizyklisch. Christoph? Ja. Tobias hat zu viel. Ich glaube. Ah. Okay, dreimal klein, einmal groß. Werden wir schauen, wie es läuft. Anna und Bastian, bevor wir jetzt hier starten, ihr müsstet euch umziehen, weil wir kommen ja gleich zu eurem Duell. Und ich sage jetzt schon mal so viel, meine Damen und Herren, das sollten Sie nicht verpassen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ja? Ihr zieht euch schnell um. Tipp haben wir notiert. Lauritz bereit? Ja. Lauritz, hier ist deine erste Aufgabe. Das war's. Der Tobias sieht noch gar nicht, dass irgendwas sich geändert hat. Ich brauche ja Brille. Kann ich sagen? Ja. Das ist ein Normänner. Ein Normänner, sagst du. Wenn das richtig ist, gibt es 3 Punkte. Normannen. Ja, Normann oder Normänner ist richtig. Die ersten 3 Punkte für Lauritz. Erste Aufgabe für Tobias Moretti. Sag's. Ach so, das ist ein Vogesenrind. Okay. Respekt, wenn's stimmt. Es ist ein Vogesenrind. Ah, ein Mann vom Fach. Lauritz, zweite Aufgabe für dich. Das ist ein Bremenrind. Okay, gerade noch in der 3-Punkte, im 3-Punkte-Abteil. Und es ist ein Bremenrind. Stimmt. Wo kommen die her? Wie viele Rinderrassen es gibt. Indische, ne? Gell? Ja. Aber die gibt es bei uns nicht, oder? Nee, ne? Wir spielen ja auch Rinderrassen weltweit. Nächste Aufgabe für Tobias Moretti. Fleckvieh. Gibt es da noch ein echtes? Na! Moment. Moment. Fleckvieh, nein. Es ist Pinzgauer. Pinzgauer sagt ja. Ah, Lauritz sagt Mist. Pinzgauer sagt er und es ist. Ja! Ein Pinzgauer! Es bleibt unentschieden. 6-6. Dritte Aufgabe für Lauritz. Das ist ein Obrak. Okay, wären wieder 3 Punkte, wenn es stimmt. Auflösung. Es ist ein Obrak. Schön. Tipptopp, 9-6. Dritte Aufgabe für Tobias Moretti. Ah, das ist eine Partenaise. Und es ist eine Partenaise, jawohl. Kommt von Parthenon. Das war der Tempel der Athene.
Bestens vorbereitet. Musstest du das auf der Fachschule lernen? Nein, die Bartenese, das gibt es ja bei uns nicht. Wir haben nur unsere Rassen. Hätte ja sein können, dass man irgendwie alle Rinderrassen auswendig lernen muss, wenn man Fachwirt werden möchte. So, vierte Aufgabe für Lauritz. Wir laufen auf ein Stechen zu. Och. Das ist ein Angus. Ja, genau. Black Angus, ne? Ah! Ja, super. Das kennt der ein oder andere, der hier und da mal Steak isst. Tobias, deine letzte Aufgabe, wenn du die richtig löst, mit 3 Punkten, gehen wir ins Stechen. Das ist ein Murtaler, anders am Murau, von Murau ist die. Werdenfelser, Murau-Werdenfelser, glaube ich. Murau-Werdenfelser, sagst du? Ja, ja. Du bist auch noch unentschieden, oder, Lauritz? Na, Limousin. Es ist ein Limousin. Fuck. Und damit. Da werden wir nur so erwarten. Ne? Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch an Lauritz. Ich hab nur das Ohr gesehen. Ja. Lauritz, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das Rinderrassenduell. Bravo. Aber super, beide super gemacht. War echt gut, oder? Top-Gegner. Sehr gut. Punkte für alle, die auf Lauritz gesetzt haben. Ich habe kein Horn, war kein Horn, war nur das Ohrwaschen. Ja, guck hier, es bleibt weiter eine enge Nummer. Wir kommen zu deinem Geschenk. Tobias, komm mit rüber. Die Eltern, der Bruder. Hallo. Ja. Hallo, super. Hallo, hallo. Das ist doch super. Hat er super gemacht, gell? So, Lauritz, und wir wollen schauen. Was gibt's für dich? Pass auf, ich muss dazu sagen, nicht, dass ich jetzt hier den Deckel hebe und du denkst, oh Gott, was kriege ich da? Das ist sozusagen ein Gutschein. Aber das wirkliche Geschenk, das kommt natürlich dann nach, denn du bekommst ein E-Bike. Das wolltest du gerne haben, glaube ich. Ne? Und das ist so nur die Stellvertreter. Geschenk dafür. Sag mal ganz kurz, weil ich weiß, das aus persönlicher Erfahrung, ich fahre auch ein E-Bike. Warum möchtest du unbedingt ein E-Bike? Also meine Eltern haben sich vor kurzem eins gekauft und mein Bruder will auch eins bekommen. Und ich fahre zwar auch sehr, sehr gerne ohne Motorfahrrad, aber es bringt halt relativ wenig, wenn meine Eltern halt einen E-Motor haben, mein Bruder auch, dann komme ich halt sehr schlecht hin. Das stimmt. Und man kommt ja auch ein Stück weiter oder höher. Genau. Oder man ist weniger verschwitzt. Oder es gibt ja diverse Sachen. Man kann ja beides machen. Ja? Warum richtig lange Touren halt zu fahren, weil ich gesagt habe. Genau. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß mit deinem neuen E-Bike. Ja, dir auf viel Erfolg auf dem Bauernhof und natürlich auch für die nächsten Film-, Serien-, Theaterprojekte. Ja. Das Netz gab es ja vor kurzem erst. Das kann man natürlich noch in der Mediathek schauen, mal in der ARD-Mediathek schauen. Tolles Ding, ne? Das Netz. Einfach mal reingucken. Lohnt sich mit Tobias Moretti. Schön, dass du wieder bei uns warst, Tobias. Dankeschön. Bleib gesund, auch dir ein gutes neues Jahr. Lauritz, vielen Dank. Und ich sage es gerne nochmal, wenn ihr auch irgendein Talent habt und ihr habt ja heute wieder gesehen, es kann ja alles Mögliche sein, dann lasst es uns wissen, bewerbt euch bei uns. Das sind die E-Mail-Adressen für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz. Herzlichen Dank an euch. Ja, und wir haben noch 2 spannende Duelle. Und jetzt kommt das Duell mit Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger.